Und ist halt so, dass wir so spätestens Mitte bis Mitte Oktober schon mal den ersten Schnee gehabt haben. Jetzt wäre natürlich viel sagen, ja, das haben wir alle. Ich kann es aber nicht ändern, wenn sie es auszahlt. Wenn sie es nämlich nicht auszahlt, dann würde ich sagen, wir kriegen erst Ende Oktober, Anfang November den ersten Schnee. Aber da sieht man selber, alle Kerzen, wenn man sagt, die wo noch so blühen, so anschaut, da herunter haben sie geblüht und da geht es weiter bis in November. Und ich würde es da sagen, November, gut, wie hatte, bum bum, ne? Da darfst du die Rose, der Schneekitten und den Huf hinmachen. Ne? Dann noch wird es dann Mitte November, da wird da wieder nichts. Und dann kommt der Dezember. Dann kommt der Dezember, Anfang Dezember, da haut es dann wieder her. Da meine ich dann schon, da sieht man auch schon das erste Mal, oder vielleicht schon das zweite Mal, wie hart der Winter wird. Der Bayer Christkind gemacht wird im Schnee sein. Und dann kommt wieder eigenartigerweise die Sonnenwind, die Weihnachtszeit. Und da, wenn du herschaust, genau, da ist wieder, gut, da ist es eine kleine Blüte und sonst ist nichts. Also nächstes noch Monat, dass wir das Wintersonnenwind, da ist nichts. Sagen jetzt wieder die Schlauchen, ja, das haben wir da halbe Weihnachten keinen Schnee. Aber ich muss wieder sagen, hilft ja nichts, wenn es da nicht blüht, dann haben wir auch keinen. Aber es ist nicht so mau, wie es bis jetzt war. Da kommt der Januar. Und da siehst du jetzt selber, da sind jetzt noch kräftige Blüten, die es ja sonst, wenn es einen schlechten Winter nie gegeben hat. Da haben wir dann die Winter des Jahrhunderts und da gehen wir da rauf bis, na, sind wir Ostern. Und dann haben wir bis Ostern, da die sagen, ich weiß es gar nicht, wann ist denn heuer Ostern? Schau mal einen Kalender. Und dann, da ist sagen, Ostern ist Schnee, das ist Schnee pur. Also das ist das Neue, das brauchen wir heuer gar nicht zahlen. Oder auch ein Merkmal für Ostern, dass wir eine lange Wintersaison haben. Und das ist eindeutig, und da wette ich mit jedem, um eine halbe die Todes auch, dass wir den super Winter kriegen, den wir eigentlich schon lange nicht mehr gehabt haben.